Auf einmal explodierte es, teilte sich in fünf weiße Objekte, ging nach oben und verschwand. Berichtet von scheinbar rationalen und zuverlässigen Zeugen. Die Vielfalt der Zeugen reicht von Mitarbeitern der Air Force bis hin zu CIA-Agenten. Manche Begegnungen sind auf Video festgehalten worden. Sieht so aus, als wäre da ein Objekt gerade vor Ihnen, Mark. Sehen Sie es? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Vergessen Sie es. Sie treten in verschiedenen Formen und Größen auf. Zigarrenförmige Flugkörper, klassische fliegende Untertassen oder winzige schlangenähnliche Objekte. Wir nennen sie UFOs, unbekannte Flugobjekte. Aber was sind sie in Wirklichkeit? Naturerscheinungen? Es gibt viele seltene atmosphärische Erscheinungen, die man leicht mit einer fliegenden Untertasse verwechseln kann. Könnte es sich um Militärflugzeuge handeln? Die USA haben verschiedene Tarnkappenflieger gebaut und wir glauben, dass nicht alle davon offiziell bekannt sind. Oder sind UFOs ein streng gehütetes Geheimnis? Die Männer und Frauen auf diesem Podium können und werden beweisen, dass wir nicht allein sind. Die Frage provoziert hitzige Debatten. Es existieren keinerlei Informationen über außerirdische Intelligenzen irgendwo im Universum und meines Erachtens gibt es nicht die Spur eines Beweises. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gingen in den USA die ersten Berichte über seltsame Flugobjekte ein. Die Zeitungen tauften sie fliegende Untertassen. Die heute gängige Bezeichnung stammt vom Militär. Unbekannte Flugobjekte, kurz UFOs. Seit dieser Zeit sind UFOs ein weltweites Phänomen. Es gibt einige offensichtliche Fälschungen, so wie diese manipulierten Fotos. Aber es haben sich auch tausende Zeugen mit Bildern und Filmen gemeldet, die angeblich außerirdische Flugobjekte zeigen. Die amerikanische Regierung geht diesen UFO-Berichten seit den 30er Jahren nach. In den meisten Fällen stellt sich heraus, dass es sich um Naturerscheinungen oder um konventionelle Flugzeuge handelt. Von Zeit zu Zeit allerdings gehen Berichte ein, für die das Militär keine plausible Erklärung findet. Ein solcher Bericht informiert über eine sonderbare Begegnung. Es geschah kurz nach Weihnachten zwischen zwei amerikanischen Luftwaffenstützpunkten in der Nähe der Stadt Suffolk in England. Während des Kalten Krieges gehörten die Stützpunkte Bentwaters und Woodbridge zur Erstschlagstrategie der NATO gegen die Sowjetunion. Die Vereinigten Staaten lagerten hier ihre fortschrittlichsten Kernwaffen. Diese Stützpunkte waren die am besten gesicherten der Welt. Als man hier ein UFO sichtete, war die Verunsicherung groß. Ich bin mir absolut sicher, dass es sich nicht um etwas handelte, das vom Militär, den Sowjets oder von irgendjemand sonst gelenkt wurde. Niemand war auf eine solche Erscheinung vorbereitet. Oberst Charles Holt war Mitarbeiter des Lagerkommandeurs. Der Karriereoffizier hatte einen makellosen Lebenslauf und stand kurz vor seinem eigenen Kommando. Ich glaubte nicht an UFOs. Ich war sicher, dass UFO-Zeugen sich entweder irrten oder dass sie verrückt waren. Unteroffizier James Penniston war Sicherheitsbeamter des Stützpunkts und hatte sich mehrere Auszeichnungen im Dienst erworben. Es begann in der Nacht des 27. Dezember. In der Basis ging ein Bericht ein, dass ein Flugzeug im Rendlesham Forest abgestürzt war. Dieser Wald trennt die beiden Stützpunkte voneinander. Doch kein Militärflugzeug wurde vermisst. Ein Sicherheitsteam von drei Männern wurde ausgesandt, um den Bericht zu prüfen. Der 22-jährige Soldat James Penniston aus Illinois führte die Truppe an. Wir nahmen also einen Jeep und verließen die Basis am östlichen Tor auf einem Feldweg, immer in Funkkontakt mit der Sicherheitszentrale. Als wir näher an den Unfallort kamen, war der Funkverkehr gestört. Nur mit Taschenlampen ausgerüstet, führte Penniston die Gruppe zu dem Ort, an dem der Flugzeugabsturz vermutet wurde. Plötzlich erfüllte ein intensives Licht den Wald. Ich konnte ganz klar ein dreieckiges Objekt erkennen und es war keinesfalls ein abgestürztes Flugzeug. Nach Pennistons Bericht schwebte ein Objekt 2,70 Meter breit und 2,10 Meter hoch direkt vor ihnen. Es trug hieroglyphenähnliche Symbole auf der Außenhaut. Die Elektrizität in der Luft war sehr stark. Man konnte sie im Nacken fühlen, an den Armen und auf der Kleidung.
Peniston stieg aus, um das Objekt zu berühren. Es war warm. Er versuchte, die Oberfläche des Objekts mit seiner Taschenlampe zu zerkratzen. Doch sie hinterließ keine Spuren. Ich war wie gebannt. Dieses Objekt konnte nicht von unserem Planeten sein. Die Technologie war einfach zu fortschrittlich. Es machte nicht das leiseste Geräusch. Es hatte auch kein Landegestell, obwohl es so aussah, als sei es soeben gelandet. Die Männer der Air Force beobachteten das Objekt fast eine Dreiviertelstunde lang und versuchten, sich so viele Details wie möglich zu merken. Dann auf einmal begann es sich zu bewegen. Das Flugobjekt flog in die Höhe, vielleicht 15 cm, und zog sich in Richtung der Bäume sanft zurück. Dann war es von der einen auf die andere Sekunde verschwunden. Erst kurz vor Sonnenaufgang kehrten die Männer zur Basis zurück. Sie zögerten anfangs, den Vorfall zu berichten, weil sie fürchteten, dass niemand ihnen glauben würde. Aber die Männer hörten, dass auch andere das Objekt beobachtet hatten. Wir bekamen Anweisungen, die Ereignisse dieser Nacht mit niemand anderem zu besprechen als mit dazu befugten Leuten. Am nächsten Morgen
Nur 9 Stunden später wurde auch in Texas ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet. Für den UFO-Forscher Ken Stork war das kein Zufall. Abgesehen davon, dass die Beschreibungen sich ähnelten, stimmte gerade das Datum überein. Innerhalb von 24 Stunden fanden UFO-Sichtungen in England und hier in Texas statt. Ich bin sicher, dass diese Sichtungen zusammengehören. Es geschah auf einer einsamen Straße in der Nähe der kleinen Stadt Huffman, 50 Kilometer nördlich von Houston. Gegen 9 Uhr abends fuhr Betty Cash von einem Bingo-Spiel in einer Nachbarstadt nach Hause. Betty wurde in dieser Nacht von ihrer Freundin Vicky Landrum und deren Enkel Colby begleitet. Ich war genauso skeptisch wie die meisten Menschen, aber seit ich es selbst erlebt habe, weiß ich, dass das kein Schwindel ist. Vicky erinnert sich, dass Colby über den Bäumen ein strahlend helles Licht auffiel. Er fragte nach dem Licht. Es kam immer näher und hing über der Straße, als würde es jeden Moment runterfallen. Aber jedes Mal, wenn es fast landete, wurde das Licht schwächer und das Ding stieg wieder höher. Ein dreieckiges Gebilde schwebte über der Straße und versperrte ihnen mit seinem Antriebsstrahl den Weg. Betty musste bremsen. Sie stieg aus und ging auf das Licht zu. Dabei schützte sie ihre Augen vor den Flammen und dem Qualm. Betty, come back! Colby's scared! Ich rief Betty zu, sie solle zurück ins Auto kommen, um nicht zu verbrennen. Es war ja furchtbar heiß. Endlich kam sie zurück, öffnete die Autotür und stieg ein. Das Ding flog wieder höher, bis genau über die Baumwipfel. Es schwebte ganz langsam nach rechts und da beschlossen wir weiterzufahren. Plötzlich erschien eine Gruppe von Doppelrotor-Hubschraubern am Himmel, die offensichtlich versuchten, das seltsame Gefährt einzukreisen. In der nachfolgenden Untersuchung wurden den dreien Bilder von Helikoptern vorgelegt. Sie identifizierten sie eindeutig als Chinooks, Schwerlast-Hubschrauber der Air Force. Wir haben angefangen, die Hubschrauber zu zählen. Ich zählte 22. Sie umzingelten das Objekt, waren über ihm und ich weiß, dass sie versuchten, es runterzuholen. 5 Minuten später verschwanden das fliegende Objekt und die Hubschrauber im Dunkeln und die drei verängstigten Menschen konnten ihren Weg nach Hause fortsetzen. Am nächsten Tag waren Betty, Vicky und Colby krank, vermutlich eine Nachwirkung ihrer Begegnung mit dem seltsamen Objekt. Die Frauen zögerten zunächst, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sie hatten Angst, dass niemand ihnen glauben würde. 3 Tage später wurde Betty ins Parkway-Krankenhaus in Houston eingeliefert, weil sich ihre Brandverletzungen verschlimmerten. Dr. Brian McClelland war Bettys behandelnder Arzt. Er versorgte auch die Spätfolgen ihrer Verletzung. Am Tag nach ihrer Begegnung mit dem Licht litt Betty unter starker Übelkeit. Nach 2 Tagen hatte sie auch Durchfall. An der rechten Kopfseite fiel ihr Haar aus. Auf der Kopfhaut bildeten sich Blasen. Die Haut auf der rechten Gesichtshälfte und die rechte Hand schälten sich. Sie musste fast 3 Wochen im Krankenhaus bleiben. Die ärztliche Diagnose lautete, dass Betty, Colby und Vicky einer extrem hohen Dosis ionischer Strahlung ausgesetzt worden waren. Betty, die die größte Strahlenmenge abbekommen hatte, kämpfte mit dem Tod. Colby und Vicky und ich weiß nicht, wer noch zu dieser Zeit im Raum war, hörten, wie der Arzt zu meinen Kindern sagte, ich würde es vermutlich nicht schaffen. Sie hatte Brandblasen. Es sah aus, als hätte jemand eine Gasfackel an ihr Gesicht gehalten. Die Ärzte meinten, sie hätte so viel Strahlung im Körper, dass jede Hilfe zu spät käme. Solche Strahlenschäden kommen selten vor. Skeptiker äußerten die Vermutung, dass die drei in dieser Nacht von einer anderen Hitzequelle verletzt wurden, zum Beispiel von einem Waldbrand oder einem brennenden Auto. Betty Cash wurde auch beschuldigt, ihre Verletzungen vorgetäuscht zu haben.
Diese Beschuldigung, dass sie die Verletzungen nur vortäuschte oder sich selbst zugefügt hätte, ist vollkommen inakzeptabel. Betty litt unter Strahlungsdermatitis, wie durch eine Gewebeentnahme festgestellt wurde. Eine solche Krankheit kann man sich nicht selbst zufügen. Das kann nur eine nukleare Strahlungsquelle. Die einzigen Menschen, die zu so etwas Zugang haben, sind spezialisierte Mediziner, das Militär und ein paar wenige Forscher. In der Gegend von Houston, 50 Kilometer nördlich der Stadt, wäre die einzige plausible Erklärung das Militär. Die Frauen waren von ihrem Erlebnis traumatisiert. Sie fragten sich, wer oder was sie so sehr verletzt hatte. Sie nahmen Kontakt zu John Schiusler auf, der 20 Jahre bei der NASA gearbeitet hatte, bevor er sich der UFO-Forschung zuwandte. Ich war fasziniert von diesem Fall. Wir hatten nicht nur eine UFO-Sichtung, wir hatten Beweise. Schiusler war sicher, dass die Frauen die Wahrheit sagten und begann eine Untersuchung dieses Vorfalls. Er fand zusätzliche Zeugen, die ebenfalls in dieser Nacht Hubschrauber über den Wald fliegen sahen. Die Verantwortlichen der Ellington Air Force Base in der Nähe des Raumfahrtzentrums von Houston stritten jeden Flugverkehr von Helikoptern in diesem Gebiet zu diesem Zeitpunkt ab. Sie müssen davon gewusst haben. In der Gegend haben viele Menschen die Hubschrauber gesehen. Die Frauen waren sicher, dass die Regierung mehr wusste. Sie schrieben den Senatoren Lloyd Benston und John Tower. Diese verwiesen sie an die Bergstrom Air Force Base in der Nähe von Austin, etwa 250 Kilometer entfernt. Dort erhielten sie nur die Auskunft, dass die Air Force keine Berechtigung mehr habe, UFOs zu erforschen. Schiusler ließ sich nicht abwimmeln und fragte beim Militär nach, wer in dieser Nacht die Hubschrauber gesteuert hatte. Er bekam die Antwort, dass sämtliche Unterlagen bereits zerstört seien und dass es keine militärischen Aktivitäten in dieser Nacht gab. Doch aus Aufzeichnungen ging hervor, dass die Armee den Aussagen der Frauen nachgegangen war und sie als glaubwürdig bewertete. Ich vertraue unserer Regierung nicht mehr. Das klingt hässlich, aber so fühle ich mich nun mal. Wenn die Regierung etwas gegen mich unternehmen will, bitteschön. Sie haben meine Gesundheit zerstört und mein Leben. Was kann mir noch genommen werden? Am 29. Dezember 1998, dem 18. Jahrestag der UFO-Begegnung, starb Betty Cash an den Folgen eines Schlaganfalls. Bis heute ist Bettys Familie davon überzeugt, dass ihr Tod die Spätfolge der Begegnung mit einem unbekannten Flugobjekt war. Es hat ihr den Tod gebracht. Und mir wird es genauso ergehen. Eine andere Version lautet, dass das Flugobjekt, das Betty das Leben kostete, durchaus bekannt war. Die andere Möglichkeit ist, dass es gar kein außerirdisches Flugzeug war, sondern dass es sich um ein Geheimprogramm im Rahmen des NERVA-Projekts handelte, das den nuklearen Antrieb von Raketen testete. NERVA steht für ein NASA-Programm, das sich bereits seit den 50er Jahren mit der Entwicklung nuklear angetriebener Raketenstufen beschäftigt. Der Antriebsstrahl einer solchen Rakete gibt hohe Dosen ionischer Strahlung an die Umgebung ab. Ich gehe davon aus, dass viele der sogenannten UFOs eigentlich geheime Projekte der Luft- und Raumfahrt sind. Ich glaube, die Regierung verweigert jede Information, weil sie keine Verantwortung übernehmen will. Sie wollen einfach nicht für die Folgen haftbar gemacht werden. Vielleicht wird nie geklärt werden, was wirklich in dieser Winternacht bei Huffman in Texas geschah. Nirgendwo auf der Welt sind mehr UFOs gesichtet worden als in Nevada. Hier liegt, mitten in der Wüste und in glühender Hitze, das große Nellis-Übungsgelände der Luftwaffe. Mittendrin die sagenumwobene Geheimbasis Area 51. In dieser Gegend sind seltsame Flugobjekte nichts Ungewöhnliches. Die Prototypen der heute bekannten F-117 Tarnkappenflieger und der B-2 Tarnkappenbomber verursachten viele UFO-Meldungen. Der Kernphysiker Stanton Friedman hat hier an geheimen Projekten mitgearbeitet. Er kann sich vorstellen, dass in Area 51 auch sehr ungewöhnliche Flugobjekte getestet werden.
Angeblich werden dort außerirdische Objekte erforscht, um zu lernen, sie nachzubauen. Sicher ist, dass in Area 51 sehr fortschrittliche Transportmittel gebaut werden. Sogar von Aurora ist die Rede, dem Nachfolgemodell des SR-71, der angeblich 7200 Stundenkilometer schnell ist. Gibt es Aurora? Das weiß ich nicht. Hat die Regierung das Recht, solche Projekte geheim zu testen? Natürlich hat sie das Recht. Diese Nachbauten von UFOs sind natürlich pure Spekulation. Aber der UFO-Forscher Jim Dilettoso weiß, dass in Area 51 tatsächlich Experimente gemacht werden, die vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben sollen. Dahinter steckt die amerikanische Regierung. Ich habe Beweise. Hier wird ein Geheimnis gehütet, ein sehr streng bewachtes Geheimnis, das seltsame Vorgänge auf der ganzen Welt seit vielen Jahren betrifft. Ich bin mir wirklich sicher. Ich weiß es. Südlich von Area 51, weniger als eine Flugstunde entfernt, liegt Phoenix in Arizona. Eine Großstadt mitten in der Wüste. Genau hier fand die größte UFO-Massensichtung der amerikanischen Geschichte statt. In der Nacht des 13. März 1997 nahmen mehrere Menschen verschiedene Phänomene im Luftraum über Phoenix wahr. Unter den Zeugen waren ein Pilot der zivilen Luftfahrt und seine Frau. Meine Frau rief: Was sind denn das für Lichter? Sie hielt am Straßenrand an. Ich stieg aus und stand neben dem Auto, als etwas genau über uns flog. Ich dachte, na wenigstens sind es keine Kampfflieger. Das Paar hat sich entschlossen, anonym zu bleiben. Doch beide gelten als sehr glaubwürdig. Der Mann ist ein Veteran des Vietnamkriegs und hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in ziviler und militärischer Luftfahrt. Erst als wir ausgestiegen waren und das Auto ausgemacht hatten, fiel mir auf, dass das fliegende Ding kein Geräusch machte. Das kam mir komisch vor. Und die Tatsache, dass es so groß war, dass es einen Großteil des Himmels verdeckte und genau über unseren Köpfen hinwegflog, machte mir Angst. Beide standen wie angewurzelt da, während ein riesiges Objekt, so groß wie mehrere Fußballfelder, langsam über ihre Köpfe flog und anschließend in der Ferne verschwand. Während es genau über mir war, dachte ich, das ist kein großes Flugzeug, es macht ja gar keinen Lärm, es fliegt auch zu langsam. Und mir wurde klar, dass ich etwas sah, das ich wirklich nicht kannte. Sie waren nicht die Einzigen, die die Lichter über Phoenix beobachtet hatten. An verschiedenen Orten hielten andere Menschen das seltsame Ereignis auf Video fest. Hunderte, vielleicht tausende normale Menschen sahen diesen unheimlichen Lichtern zu, bis sie gegen 23 Uhr verschwanden. Zuerst wurde das riesige fliegende Objekt an der Grenze zu Nevada gesehen. Dann flog es südlich in Richtung Phoenix. Dort drehte es um und flog denselben Weg zurück. Am nächsten Tag brodelte die Stadt vor Aufregung und Angst. Hunderte Bürger riefen die Polizei von Phoenix und den Luftwaffenstützpunkt Luke an und fragten: Was war das? Im Radio wurden alle möglichen Vermutungen geäußert, was genau über Phoenix gesehen worden war. Sie sind der Mann, dem das Ding genau über den Kopf geflogen ist? Genau. Es war so groß, dass es die ganze Wohnsiedlung bedeckte. Auf einmal war es direkt über uns. Es war schrecklich. Die Luftwaffe stritt jede Beteiligung ab und blieb bei ihrer Aussage. Eileen Beans recherchierte bei den Behörden. Wir wandten uns an den Luftwaffenstützpunkt Davis-Monthan und alle militärischen Flughäfen. Wir wollten wissen, was da geflogen war. Aber es stellte sich heraus, dass sich an diesem Abend keines unserer Flugzeuge in der Gegend aufhielt. Die Fluglotsen des Flughafens Phoenix bestätigten die Aussagen der Militärs. Auf ihren Radarschirmen hatten sie nur normalen Flugverkehr wahrgenommen. Das offizielle Leugnen dieser Sichtung entfesselte einen Sturm der Entrüstung. Einige Bürger wandten sich an die Stadträtin Frances Bearwood und baten sie, die Angelegenheit zu untersuchen. Ich habe persönlich mit über 700 Leuten gesprochen. Darunter waren anerkannte Experten, Polizeibeamte, Angehörige und Reservisten des Militärs und Aufklärer der Luftwaffe. Nach all diesen Gesprächen war klar, wenn das Flugobjekt von unserer Welt stammte, dann war es einfach unglaublich. Und wenn es nicht unseres ist, dann wollte ich gern mehr darüber wissen. Am 6. Mai brachte Stadträtin Bearwood die Ereignisse auf einer Stadtratssitzung zur Sprache. So
Soweit ich es aus den Fernsehbildern rekonstruieren kann, war das Objekt etwa so groß wie ein Fußballfeld mit 7 Lichtern, die sich gemeinsam bewegten, als wären sie zusammen an einem Objekt befestigt. Wir wissen nicht, ob es sich nicht doch um einen Streich handelt, aber da war etwas Großes in der Luft und die Leute wollen antworten. 2 Monate später erklärte die Nationalgarde, dass eines ihrer Flugzeuge bei einer Übung am 13. März Leuchtraketen abgeworfen habe. Ich rief an und fragte nach. Es stellte sich heraus, dass die Nationalgarde von Maryland mit ihren A-10-Jets auf dem Goldwater-Übungsgelände war. Doch diese Nachricht sorgte nicht für Ruhe, sie verbreitete sogar Angst. Ich kann zweifelsfrei sagen, dass meine Frau und ich bestimmt keine Leuchtraketen gesehen haben. Ich habe in Vietnam selbst Leuchtbomben aus meinem Hubschrauber abgeworfen. Es wäre ja auch bodenloser Leichtsinn, sie über bewohntem Gebiet abzuwerfen. Und es ist unmöglich, dass Leuchtraketen in so perfekter, gleichbleibender Formation fliegen. Jim Delitoso sah sich sämtliche Aufzeichnungen gründlich an. Er glaubt nicht, dass Leuchtraketen die Ursache für dieses Phänomen sein konnten. Bei der Untersuchung der Lichter von Phoenix habe ich zunächst alle Eigenschaften der Lichter studiert. Sie waren unbeweglich, flackerten nicht und am auffälligsten war, wie sie heller und dunkler wurden. Es waren reine, weiße Lichter. Bis heute gibt es viele wilde Theorien. Auch UFO-Forscher Michael Shermer spekuliert. All diese Erscheinungen sind Geheimprojekte der Armee. Lügt die Regierung uns an und verbirgt sie Tatsachen? Allerdings, das tut sie. Das gehört zu ihrem Job. Es gibt wohl Angelegenheiten der nationalen Sicherheit, von denen wir nichts wissen sollen. Oder vielleicht steckt doch eine ganz einfache Erklärung hinter dieser Erscheinung. Als ich die Videoaufnahmen dieser Sichtungen sah, erinnerten sie mich an etwas, das in Mexiko üblich ist. Dort wird bei Festen eine Kerze in eine Papiertüte gesteckt und in die Luft gelassen, wie ein Ballon. Das glüht dann. Manche Mexikaner sind so geschickt darin, dass sie diese Ballons in Formationen fliegen lassen können. Andere glauben fest, dass die Antworten nicht auf dieser Welt zu finden sind. Ich wäre nicht überrascht, wenn hier wirklich unerklärliche Phänomene beobachtet worden wären. Meine Lehre aus dem Erlebnis ist, dass ich immer die Augen offen halte, denn ich möchte es gern noch einmal sehen. Ich habe etwas in der Luft gesehen, das ich nicht identifizieren konnte. Ich neige jetzt dazu, Leuten zu glauben, die Ähnliches berichten. Auf der Suche nach außerirdischem Leben erforschen Wissenschaftler meist weit entfernte Regionen des Universums. Doch könnte es nicht sein, dass sie genau in die falsche Richtung forschen? Ein Außenseiter der Wissenschaft behauptet, dass UFOs schon hier sind, allgegenwärtig, mitten unter uns. Sie fliegen, schweben, schießen in alle Richtungen. José Escamilla glaubt an eine neue, bizarre Lebensform. Ich habe etwas entdeckt, das schon lange um uns herumschwirrt, wie Schlangen am Himmel. Ich nenne sie Rods, also Stäbchen. José Escamilla ist Kameramann und UFO-Forscher. Er dokumentierte bereits seit 15 Jahren unbekannte fliegende Objekte, als er 1993 eine bahnbrechende Entdeckung machte. Er untersuchte gerade gewöhnliches UFO-Material, als ihm auf einmal etwas Ungewöhnliches auffiel. Wie aus heiterem Himmel schoss auf einmal ein Objekt, das wie ein Tausendfüßler aussah, über die Leinwand. Dann noch eins und noch eins. Ich sagte, ja gut, das werden wohl Insekten sein, und sah sie mir genauer an. Sie rasten richtig schnell vorbei. Erst als ich mir das Material in Zeitlupe ansah, fiel mir auf, dass Insekten vorbeiflogen, Vögel und dann etwas, das aussah wie eine Schlange. Und das haute mich wirklich um. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Escamilla spürte, dass er eine wichtige Entdeckung gemacht hatte und untersuchte sein gesamtes Material noch einmal. Und da waren sie. Durchsichtige, schlangenähnliche Objekte, sich windende, geschuppte Körper, die durch den Himmel schossen. Ich untersuchte die Kameras, um sicher zu gehen. Die Kameras waren in Ordnung, doch diese Rods tauchten auf verschiedenen Aufnahmen immer wieder auf. Escamilla suchte nach Antworten, aber in der wissenschaftlichen Literatur wurde dieses Phänomen nie beschrieben. Escamilla kam zu der Überzeugung, dass er eine Art fliegenden Alien entdeckt hatte. Wir glauben, dass sich dieses Wesen im Laufe der Zeit entwickelt hat, dass es schon seit Millionen von Jahren unter uns ist. Es gehört zu einem Bereich der Biologie, den wir bislang noch nie wahrgenommen haben. 10 Jahre nach der Entdeckung lebt Escamilla von der Vermarktung der Aufnahmen dieser mysteriösen Rods.
Er stellt seine Kamera an den verschiedensten Orten auf, um zu sehen, ob er sie einfangen kann. Oft genug sind keine Rods zu erkennen, doch manchmal füllen sie die ganze Bildfläche. Escamilla sah Rods, die über Menschenmengen kreisten, Gebäude umflogen und im Sturzflug auf heilige Stätten niederschossen. Ihre Flugeigenschaften und Manöver sind atemberaubend. Wenn diese Rods schon seit Jahrmillionen existieren, warum sind sie dann vollkommen unerforscht? Escamilla erklärt, dass Wissenschaftler, denen er seine Aufnahmen gezeigt hat, zurückhaltend reagierten. Wenn ein Wissenschaftler offen sagt, diese UFOs untersuche ich jetzt mal, dann kann er seine Drittmittel vergessen. Er wird von der Universität ausgeschlossen. Das ist schon vorgekommen. Da ist doch was faul, wenn die Wissenschaft die Tür zu so einem aufregenden Forschungsobjekt zuschlägt. Steht ein Durchbruch in der Biologie bevor? Oder handelt es sich schlicht um eine optische Täuschung? Wissenschaftler wurden befragt, was sie von diesen sogenannten Rods hielten. Der Physiker Tom McDonough sagt, dass die Rods wirklich untersucht werden sollten, aber von einem Insektenforscher. In meinen Augen sieht das aus wie eine Kombination verschiedener natürlicher Phänomene. Die Rods haben kleine Fortsätze, normalerweise 6, typisch für die Beinansätze von Insekten. Jedes Objekt, das durch einen Sonnenstrahl fliegt, wird von der Sonne beleuchtet. Dann findet eine sogenannte Diffraktion statt, wodurch es viel größer wirkt als in Wirklichkeit. Doch Escamilla erwidert, dass er jede Möglichkeit einer Fehlinterpretation durch eine hohe Verschlussgeschwindigkeit beim Filmen ausgeschlossen hat. Natürlich kann man ein Insekt so filmen, dass es wie ein Rod aussieht, aber wenn man mit so hoher Verschlussgeschwindigkeit filmt, dann sieht ein Insekt aus wie ein Insekt, ein Vogel wie ein Vogel und ein Rod wie ein Rod. Warum die Rods immer verschwommen erscheinen, selbst bei einer so hohen Verschlussgeschwindigkeit, kann Stephen Walton erklären, Professor der Physik und Astronomie. Es ist ein wohlbekanntes Phänomen und keineswegs abwegig. Ein Flugzeug hat einen ganz ähnlichen Effekt. Es bricht das Licht auf eine bestimmte Art und Weise. Was ich hier sehe, erinnert sehr an dieses Phänomen. Man nennt das Wirbelturbulenzen, sich drehende Gaswirbel, die sich hinter einem Flugzeug im Windkanal bilden. In der letzten Zeit haben auch andere Forscher Rods auf Film und Video festgehalten. Aber was sie sind und was sie nicht sind, ist nach wie vor umstritten. Seit den ersten UFO-Sichtungen hat die Menschheit versucht, ihre Geheimnisse zu entschlüsseln und ihre Herkunft zu klären. Trotz eines halben Jahrhunderts intensiver Bemühungen, Forschungen und Debatten steht ein endgültiger Beweis immer noch aus. Manche behaupten, dass die NASA Beweise für die Existenz von UFOs in ihren Archiven verschwinden ließe. Die NASA ist eine große Organisation, in der nicht jeder Mitarbeiter Zugang zu allen Informationen haben kann. In den frühen 90er Jahren übertrug die NASA jede Shuttle-Mission live aus dem Weltall. 24 Stunden täglich an Fernsehsender in aller Welt. Jeder Neugierige konnte die Starts, Manöver und Weltraumspaziergänge genauso beobachten wie routinemäßige Reparaturarbeiten. Der Schriftsteller David Sirida erklärt, dass die NASA-Aufzeichnungen voll von UFO-Spuren sind. Pulsierende Lichtkugeln, fliegende Formationen und andere Objekte, die den Gesetzen der Physik zu widersprechen scheinen. Sie tauchen auf und verschwinden, als stammten sie aus einer anderen Welt. Was wir auf diesen Bändern sehen, sind UFOs, die sich frei zwischen allen Dimensionen bewegen können. Sie können Lichtgeschwindigkeit erreichen, weil sie selbst aus Licht bestehen. Der eindrucksvollste Beweis, so Sirida, wurde am 25. Februar 1996 gesendet, während des 75. Shuttleflugs. Ein Satellitenkabel, das an der Columbia befestigt war, löste sich zufällig von der Fähre und schwebte davon. Innerhalb weniger Minuten war das 19 Kilometer lange Kabel von Dutzenden unbekannten Objekten umgeben. Die UFOs drängten sich geradezu um das zusammengerollte Kabel, das zu diesem Zeitpunkt fast 160 Kilometer von der Columbia entfernt war. Auf einer späteren Mission, im Februar 1997, verließen die Astronauten die Fähre. David Sirida findet den nun folgenden Wortwechsel mit der Kontrollzentrale verdächtig. Die Bodenstation schien die Astronauten vor einem unidentifizierten Objekt, das nah an ihnen vorbeischwebte, warnen zu wollen. Sieht so aus, als wäre da ein Objekt rechts von Ihnen, Mark. Sehen Sie es?
Keine Ahnung, wovon Sie reden. Vergessen Sie's. Sarita bat die NASA um eine Stellungnahme. Dr. Joseph Nuth, der Leiter der Abteilung für Astrochemie bei der NASA, antwortete, dass eventuelle Anomalien nicht etwa UFOs seien, sondern einfach Eiskristalle und Weltraumstaub, aufgewühlt durch die Motoren der Fähre. Sarita ließ nicht locker und erklärte, dass einige der Objekte hinter dem Kabel sichtbar gewesen seien. Sie halten das für Wasser, aber das verstieße gegen alle Gesetze der Physik, die für Weltraumphänomene bekannt sind. Die NASA gab also schon zu, dass es unerklärliche Erscheinungen im All gibt. Falls das Eiskristalle gewesen sein sollten, dann hätten sie im Vergleich zum weit entfernten Kabel wirklich riesig sein müssen. In den Aussagen der NASA waren zu viele Ungereimtheiten. Ich stellte ein paar einfache optische Untersuchungen an. Mir war klar, dass bei diesen Missionen alles Mögliche vorgeht und ich wollte gern die Antworten dafür. 1999 stellte Sarita einen Antrag auf Freigabe der Informationen über die Shuttleflüge. Was ihm zur Verfügung gestellt wurde, war zensiertes Material. Es enthielt keine brisanten Neuigkeiten. Die NASA stellte allerdings die Rundumberichterstattung aus dem Weltall ein. Irgendjemand bei der NASA kennt die Wahrheit und ich glaube, dass diese Wahrheit ans Licht muss. Wissenschaftler, die das Filmmaterial der Shuttleflüge untersucht haben, sehen darin keinen Beweis für die Existenz von UFOs. Sie sehen noch nicht einmal etwas Ungewöhnliches. Den wenigsten Menschen ist klar, wie schmutzig so eine Raumfähre ist. Sie stößt Abgase aus und sie erzeugt Flüssigkeiten. Die meisten Leute wissen nicht, dass viel Dreck um so ein Shuttle herumschwebt. Außerdem, wenn man sich diese Bilder mal genauer anschaut, kann man die seltsamen Bewegungen durchaus erklären, die darauf zu sehen sind. Der Ausstoß der Motoren kann kleine Partikel so in eine Richtung lenken, dass man sie nicht erwarten oder vorhersagen könnte. Ohne dieses Wissen kann man leicht an ein UFO glauben, aber mir ist kein Fall bekannt, in dem einem Astronauten an Bord etwas ungewöhnlich vorgekommen wäre. Selbst erfahrene Astronauten sind immer wieder irritiert über das Fehlen von Anhaltspunkten, mit denen sich Entfernungen bestimmen lassen. Wir sind auf der Erde gewohnt, Dinge in Beziehung zueinander zu setzen, um so ihre Entfernung abzuschätzen. Selbst auf der Erde können wir uns dabei irren. Diese Dinger hier können ebenso gut ganz nah am Shuttle gewesen sein. Sarita ist mit seiner Vermutung nicht allein, dass die Regierung Beweise zurückhält. Auch Stephen Greer, Leiter des Projekts Enthüllung, glaubt, die ganze Wahrheit zu kennen. Wir sind heute hier versammelt, um die Wahrheit über ein Thema auszusprechen, das oft ins Lächerliche gezogen wird und dessen Existenz seit 50 Jahren geleugnet wird. Die Männer und Frauen auf diesem Podium können und werden beweisen, dass wir nicht allein sind. Mit diesem Projekt soll die amerikanische Regierung zur Enthüllung aller geheim gehaltenen Informationen über unbekannte Flugobjekte bewegt werden. Wir können einige dieser Sichtungen mit dem Radar bestätigen. Wir konnten die Abgase erkennen. Dann verbanden sie sich und drehten sich im Kreis, bis sie verschwanden. An diesem Morgen verloren wir zwischen 6 und 8 Waffen. Das UFO wurde an den Raketensilos gesichtet und die Raketen waren deaktiviert. Greer hat fast 500 Leute zur Mitarbeit bewegt, darunter viele frühere Soldaten und Geheimdienstbeamte, Fluglotsen und andere Luftfahrtexperten, die alle Erfahrung mit unbekannten Flugobjekten hatten. Sie sind bereit, vor dem Kongress unter Eid über ihre UFO-Erlebnisse zu berichten. Diese Menschen sind überzeugt, dass sie Dinge gesehen haben, die nicht mit irdischen Vorgängen zu erklären sind. Es scheint, dass viele Amerikaner diese Ansicht teilen. In einer Umfrage erklärten 49% der US-Bevölkerung, dass sie an Besuche von Außerirdischen auf der Erde glauben. The documentary featured an extensive summary of the footage, the canisters containing the footage, an expert analysis from the likes of Stanton Friedman. One film expert noted in the documentary that the footage came in an old Soviet canister that had information labeled on it that was consistent with info written directly on the film reel.
The numbers on the film's header matched the canisters they came. The header of the film had the crest of the KGB on it, and the term for TOP secret is shown in the first few seconds of this footage and image to the right. Having real-looking alien footage is one thing, but including the original film real canisters means you are extremely close to proving 100% authenticity. This is something that has traditionally lacked in other more popular alien videos, such as the widely known Alien Autopsy or the Alien Interview videos. 3. Several KGB documents. In the documentary, several KGB documents are produced to prove the film is authentic, along with credible testimony from a former Soviet KGB operative who claims to know about the event. At first, everyone believed that those debris were part of some novelty aircraft manufactured in the United States or England, said Pavel Klimchinkov, a former KGB operative, but having done some measurements material analysis, we came to the conclusion that none of the domestic or foreign manufacturers known to us could have produced this apparatus, at least not in the conditions existing on this planet. Along with Pavel's testimony, authentic KGB top secret documents were obtained by the filmmakers, allegedly costing them $10,000. The documents described in detail a crash site recovery operation of a disc-shaped object and organic remains. Based on the credible testimony, KGB documents, expert film analysis, and the general good feeling one gets when watching this interesting crash site video, it is safe to assume that this film indeed may be authentic. What about the autopsy? This footage will be posted in our second part article, along with thoughts and analysis, actors, training exercises, skepticism. Some have put forth the argument that an American production crew filmed the footage in March 1998. These claims are put forth on websites claiming to know the truth about this footage. To date, they have failed to show even one current photo of any of the soldiers in the film, nor any statements from the actors that they were indeed only actors in this film. This should be easy to obtain if the footage was recently filmed. Some have put forth the argument that an American production crew filmed the footage in March 1998. These claims are put forth on websites claiming to know the truth about this footage. To date, they have failed to show even one current photo of any of the soldiers in the film, nor any statements from the actors that they were indeed only actors in this film. This should be easy to obtain if the footage was recently filmed. Another theory suggests the film was a training exercise. Yet no one has produced witnesses verifying this claim. One skeptical viewpoint suggests that the object's thickness is far too small to support any would-be alien pilot. The craft's outer edge, as seen on the image, is only 12 to 36 inches. However, it is not necessarily indicative of the overall thickness of the craft. The image was taken from the only part in the video sequence where the craft's edge is visible, and since the camera never goes behind, there is no way to tell how much depth the craft may have on the other side. Additionally, if you consider the side facing us may be actually be the bottom, we can easily see that this craft can easily fit the traditional flying saucer shape as demonstrated by the below images. In this documentary, they claim that, since they only were able to acquire 4 canisters of film, more film footage of this incident is available, such as the entire digging, cleanup, and inside the craft investigation. To this date, almost a decade after it went public, no other videos have surfaced. A UFO crash site allegedly filmed by the Russian KGB in March of 1969 in the Sverdlovsk region of Russia. The footage was later obtained by documentary filmmakers who then published the movie, The Secret KGB UFO Files. A film expert noted in the documentary that the film came in an old Soviet film can, and the numbers on the film's header match the cans they came in. The header of the film has the crest of the KGB on it and the term for TOP secret. An autopsy of the alleged pilot of the UFO is seen in the documentary film. Soviet doctors examined the burned torso of the entity, and it is revealed that the 3 doctors died 1 week later, all from cerebral hemorrhages. Death certificates are presented as proof. Several KGB documents are produced to prove the film is authentic. Some have put forth the argument that an American production crew filmed the footage in March 1998. These claims are put forth on websites claiming to know the truth about this footage. To date, they have failed to show even one current photo of any of the soldiers in the film, nor any statements from the actors that they were indeed only actors in this film. This should be easy to obtain if the footage was recently filmed. Another theory suggests the film was a training exercise.
Yet no one has produced witnesses verifying this claim. UFO aliens may have helped build pyramids of Giza, says Cairo University archaeologist. Head of the Cairo University Archaeology Department, Dr. Ela Shaheen, in December 2010 had told an audience that there might be truth to the theory that aliens helped the ancient Egyptians build the oldest of pyramids, the Pyramids of Giza. On being further questioned by Mr. Marek Novak, a delegate from Poland, as to whether the pyramid might still contain alien technology or even a UFO with its structure, Dr. Shaheen was vague and replied, "I cannot confirm or deny this, but there is something inside the pyramid that is not of this world." Delegates to the Conference on Ancient Egyptian Architecture were left shocked. However, Dr. Shaheen had refused to comment further or elaborate on his UFO and alien-related statements. Down below is 90s The Secret KGB UFO Files documentary, that deals with the fact that Russian had already discovered the tomb of alien humanoid in Egypt and something is beneath the pyramid. The Secret KGB UFO Files documentary, interestingly supporting the head of the Cairo University Archaeology Department, Dr. Ela Shaheen, claim as well. Actually, ancient Egyptian writings very often talk of beings from the sky opening and bright lights coming down to teach them technology and give them wisdom. Many pictures and symbols resemble UFOs and aliens. Possibly aliens built the Great Pyramid. And these solid long-lasting construction techniques were adopted by the Egyptians. Ancient Egyptian legends tell of Tepzepi, or the first time. This is described as an age when sky gods came down to earth and raised the land from mud and water. They supposedly flew through the air in flying boats and brought laws and wisdom to man through a royal line of pharaohs. And of course, this was all thrown out the window when Christianity came along. Keep in mind that the gods were the one and only religion that there was. No other conflicting beliefs? Why? Well, because it was fact, not faith. The modern church would have you believe that's it's just a myth. But you have to ask yourself, on the edge of Occam razor, what truly indeed is more likely? There has always been the question. How did the Egyptians feed and care for the 100,000 slaves that it would have taken to build the ancient structures like that of the pyramids in Egypt? One minute it is a very backwards country and almost overnight a highly advanced and technological culture sprung into existence. We now have the answer to that very question and evidence that the Egyptians had help, extraterrestrial help at that, thanks to Russia, the KGB, and a top secret project called Project Isis. Astrophysicist, neurologist and science advisor in advanced propulsion system gained access to the files of Project Isis. This was a top secret project brought about by KBG concerning the discovery of the tomb of the visitor in 1961, up until Sci-Fi purchased this exclusive footage from an agent of the Russian mafia. It had never been seen outside the top secret facilities of the KGB. Sci-Fi showed it one time on television, and as it stands today, no evidence of this film or the project is available. Except what we have copies of here given to us by a client that had taped the original show. This video is a powerful documentary with actual footage filmed by the KGB and verified by specialists in the field. Authentic film footage. If we can somehow bring attention back on Project Isis and prove it out, it will change the history of the beginning of the civilization of man. During the Cold War, Nikita Khrushchev was determined to show the world that communism was superior over the democracy. As he realized that it would be too costly to compete with the US in the space race, Khrushchev chose to go the other route. Having over 300,000 agents in the secret police and espionage organizations, he focused most of this resource on alternative science, such as paranormal phenomena, psotromedic weapons, biogenerators and mind-altering machines. 1920s, during the Stalinist regime, a dark room was created where the KGB conducted psotronic weapons research on prisoners sentenced to die and political dissidents. After 1936, these files were transferred to the secret archives of the KGB, continuing on with their paranormal research. Khrushchev achieved great success with his biogenerators and machines to alter human minds, which worried, naturally, the United States, knowing that the Soviet Union was there to conquer and overthrow Russia, being that its borders surrounded the largest landmass of the world, had the largest amount of UFO sightings.
If they could capture one of these flying objects and reverse engineer it, they could have the greatest advance aeronautical designs. They got lucky in January 1986 when a spacecraft crashed in Dalgorsk but remained intact. The craft was back-engineered and the process was quite successful. But to achieve the most superior advancement in global domination, they went in search for something that was only a rumor or legend. The Chamber of Knowledge in Egypt. If the legends were true, storehouse of knowledge left behind by ancient visitors from outer space was concealed in the Great Pyramid. A team of archaeologists were composed of Egyptologists from the Russian Soviet Academy of Science, was sent to Egypt. The fearing that the CIA would learn of this expedition, the Kremlin operated with complete secrecy. By the late 1950s, Egypt accounted for 43% of all the Soviet aid for Third World nations. When they started the ISIS project, the Soviet military personnel in Egypt was estimated over 20,000. The heavy military presence was used to disguise the efforts of the mission scientists headquartered in Cairo. They would operate under the guise of Arab peasants or Russian officers. To speed things up, in 1959 the KGB recruited professional informationalists to wiretap Egyptian officials. This paid off in July 24, 1961, a conversation was recorded that would then change myth into reality. The official had been given a call that two Bedouin had stumbled upon the tomb of the visitor. The Bedouin were in the hospital and kept repeating, "The visitor God." At this moment in time, Project ISIS became top priority and all efforts were made to immediately follow up by having the Bedouin show them where they had found this tomb. SEIFI was able to purchase several documents and film footage as to the KGB documentations of their findings. Taken out of Egypt and brought to the secret facility of the KGB was this. Memo to high-ranking KGB official. My agents had secured the notes of one of the scientists working on the tomb of the visitor findings. Another was the inventory of contents taken from the tomb as follows. Location of finding. Undisclosed, 15 crates of relics, 1 partially mummified body, 1 stone sarcophagus, 8 hieroglyphic samples. Report from a project scientist that was one of the first to enter the tomb. During the inspection of the wall segment, we noted that a strange magnet repulsive force seemed to be emanating from the rock. We were unable to find any scientific explanation. Cryptologist report. Partial decoded message on tomb wall indicating a prophecy of the return of the winged gods. The Kremlin took the cryptologist report very seriously. KGB was ordered to determine target locations, e.g. planets, stars, galaxies. They had to duplicate the stars as they would have been over Giza thousands of years ago. They finally found it, in the stars and constellation of Orion during the year 10,500 BC. Although it was possible that the builders could have been working off plans of a time before the pyramids was constructed, this was proven not to be the case. Metal and synthetic materials of tomb were determined to be of unknown origin and the tomb was carbon dated, giving it a dating of 10,500 BC, meaning the pyramid had to have been made at 10,500 BC. Kinds of film were purchased by SEIFI through the Russian Mafia agent, which originally came from the maximum security archives of the KGB. These kins contain film of KGB filming the process of the tomb and sarcophagus being opened. SEIFI had this film analyzed before purchasing by experts in this field. Finding no evidence of fraud, SEIFI purchased kins of film. The documentary is in black and white, showing soldiers entering the tomb without gas masks. As they opened the sarcophagus, you can see toxic fumes escaping and the reaction of the soldiers as they were being affected. It also shows the mummy contained inside. The film shows the soldiers leaving the tomb fast and then a chemical warfare specialist team comes in with protective clothing. There is talk from one that was there in the tomb, that the energy inside, during the first days of exploration, was very very high. They also had a team of psychics go in and do some special readings of the tomb. It later goes on to show the KGB and Bedouin loading trucks with crates to be shipped back to Russia. According to KGB documents, researchers began to wonder if the pyramid was designed for one particular purpose. They thought it was possibly a machine, being that it was designed like a three-dimensional triangular depiction of a hemisphere.
Their thoughts were there must have been a reason why it was designed for resonating with the planet. Their thoughts went to a prism and that the pyramids have powers to alter the cosmic rays, that the pyramids are huge prisms capable of concentrating energy, capturing light from the stars which would initiate a process which would turn the pyramid into an interstellar transmitter. The three pyramids and SPHNIX could be integral parts of an immense machine designed by alien engineers linked by a master control mechanism inside the Great Pyramids. They noted that the passageway goes to main chamber. And above the sarcophagus was a tunnelless star shaft. They reasoned that when a specific star alignment occurs, a streak of energy goes down the shaft. Scientists speculated that the radiant energy hitting the sarcophagus could initiate something similar to a cold fusion reaction. The prism structure of the pyramid would then magnify and transfer to the corresponding pyramids. A united beam of energy could erupt, creating a cosmic beacon used by alien starship for future navigation. According to ancient legends all around the world, they all have the same thing in common. The visitors were like men but more like gods. They were giants. They traveled among the stars. They brought us the knowledge. Legends of the first emperors of China were called the Sons of Heaven and made the first pyramids of China. Mexico and Yucatan have similar legends. Starwalkers can be found throughout Egyptian texts and S. American folklore. The visitors are described as the giants, man/gods, giants or titans. And it seems all cultures may be traced to a single parent civilization. Could it be E.T.? Later on in the documentary, it shows them working on the mummy, attempting to give it a face and identity. A computer projection of the mummy was made as it laid in the sarcophagus. Experts that were there to observe the fluorescenic reconstruction of the face described to Sci-Fi that if they had not been there themselves, they would not have believed what the face revealed after reconstruction. When skull and face was completed, it showed a humanoid-type large cranium, large eyes, small chin, small teeth, but not Earth humanoid but some being that had to have been extraterrestrial. Later, using underground radar technology, the KBG found a passageway under the tomb of the visitor. Directly below was a large chamber. They believed they found the chamber of knowledge, but was afraid to open the tomb, thinking it could be a Trojan horse, capable of blowing up the entire planet. They decided to seal the tomb, wipe away the location of the tomb and close the project. It seemed, however, that all were affected by the discovery. Some had personality changes. Some disappeared entirely, others committed suicide, and others no longer could support their old religious beliefs. The first official report of sightings, that we are aware of, was by King Tutankhamun I about 3,400 years ago. Sightings continued through the ages. Sightings seemed to pick up with man mastered the skies. But when we conquered the inner workings of the atom, the aliens of Orion stepped up their observation with an explosion of UFO sightings that continue up to the present. UFO abduction reports began to sweep around the world in the early 60s. A pattern was developing, with nearly all abductees reporting physical examinations, insertion of objects and artificial inseminations. Many women abductees believed they were being impregnated to give birth to alien hybrids. In the last decade, reports such as these have risen dramatically. It may be highly likely that the genetic colonization program that started back in the ancient times has resumed. The question was asked, could they be cloning themselves by implanting their alien genes into human DNA? Are humans being transformed into an alien species through genetic engineer? The ancient Egyptians have always said that our DNA came from the heavens and that someday they would return. Did the KGB discover the truth in the Chamber of Knowledge about the true agenda of the IT? And what was discovered on the wall of the tomb of the visitor prophesies that they would return. But when? Secrets cannot be contained. Not even KGB secrets. A group of scientists, computer programs, doctors, etc. shortly after the discovery of the tomb of the visitor, came together to discuss the possibilities of this discovery. They fully believed that the visitor was none other than Osiris, the alien king. Thus they gave themselves the name, the Followers, based off the followers of Horus in the Egyptian Book of the Dead.
According to Egyptian beliefs, a family of gods came from the stars to Egypt. They were the ones that gave the people of Egypt the knowledge and wisdom. Later they left Earth back to their star homes, except for Osiris. He stayed and taught the followers. It was their duty to protect and keep the ancient knowledge he gave them until his return. The Egyptians were astronomers and fully understood that the stars were the map to the great god Osiris and the afterlife. Learned followers would secretly come together in their homes to discuss the possibility of the return of Osiris. They believed that the second coming of Osiris would herald a new age for mankind. They believed that when the tomb was discovered and the seal was broken, a signal was transmitted to the visitors. They calculated and estimated the time it would take for the electromagnetic signal to reach the constellation of Orion. They figured that they could return no earlier than April 23, 1985. With that time frame in mind, the group left Russia and took off to Egypt, never to return. The only remains left behind of their meeting with the visitors was a newspaper clippage found in the KGB archives of a group of tourists disappearing in the middle of the night in Egypt, 1985, and one home movie project with film. This film showed the group in front of the pyramid at night. It shows a light appearing in the sky, the group dropping to their knees in prayer, the light becoming brighter and then nothingness. A daughter of parents that were part of this group was shown the home video by the SEIFI team, of which she recognized her parents and burst into tears. Did anyone happen to see a documentary on Sci-Fi called Secret KGB UFO Files? I happened to catch this yesterday, and while I'm leaning to the side of skepticism, I have to admit that it was intriguing. Basically, the story goes, in the early 60s, the KGB discovered a tomb at the Giza Plateau containing an Eva. Luckily, there was film footage, The grainy film contained footage of archaeologists dressed in KGB gear opening the tomb of what was thought to be an ancient Egyptian king. When they do, toxic smoke overcomes one of them and the other two run out. It is later learned that the body isn't human. The footage looked as if it had been produced to look old. Also included were shots of psychics levitating in the tomb. One thing that caught my attention is the archaeologist that was supposed to have been claimed by the toxic smoke was later helping move crates of evidence down some stairs. Despite the curious film footage, the documentary was very interesting and had me glued from the jump. For decades, American agencies have stockpiled information on UFOs. So did their counterparts behind the Iron Curtain, soldiers, scientists and spies all paint a disturbing picture of the KGB's secret campaign. Is this the stunning proof that the Soviets recovered something not from this Earth? When US researchers began looking into just how much the Soviet government knew about UFOs and extraterrestrial visitation, they were not surprised to learn that the Russians took the subject very seriously. What they didn't expect was evidence of ancient alien visitation, paranormal properties associated with related artifacts, and most shocking of all, of a mass abduction in 1985. Among the piles of materials obtained from former Soviet spies, some extremely puzzling and disturbing documents and film footage surfaced, confirming rumors which had been circulating for decades. In the late 1950s and 60s, the Russians became very interested in a number of unusual and newly discovered archaeological sites in Egypt by interpreting ancient symbols. One of those sites was believed to contain the remains of a life form not from Earth. Startling top secret film footage, never before seen outside the Kremlin, confirms the Soviet mission to recover and analyze these remains. Join host Roger Moore in an exclusive investigation into one of the most compelling events of our time. Konnte ganz klar ein dreieckiges Objekt erkennen. Und es war keinesfalls ein abgestürztes Flugzeug. Nach Penistons Bericht schwebte ein Objekt 2,70 Meter breit und 2,10 Meter hoch direkt vor ihnen.
Es trug hieroglyphenähnliche Symbole auf der Außenhaut. Die Elektrizität in der Luft war sehr stark. Man konnte sie im Nacken fühlen, an den Armen und auf der Kleidung. Peniston stieg aus, um das Objekt zu berühren. Es war warm. Er versuchte, die Oberfläche des Objekts mit seiner Taschenlampe zu zerkratzen. Doch sie hinterließ keine Spuren. Ich war wie gebannt. Dieses Objekt konnte nicht von unserem Planeten sein. Die Technologie war einfach zu fortschrittlich. Es machte nicht das leiseste Geräusch. Es hatte auch kein Landegestell, obwohl es so aussah, als sei es soeben gelandet. Die Männer der Air Force beobachteten das Objekt fast eine Dreiviertelstunde lang und versuchten, sich so viele Details wie möglich zu merken. Dann auf einmal begann es sich zu bewegen. Das Flugobjekt flog in die Höhe, vielleicht 15 cm, und zog sich in Richtung der Bäume sanft zurück. Dann war es von der einen auf die andere Sekunde verschwunden. Erst kurz vor Sonnenaufgang kehrten die Männer zur Basis zurück. Sie zögerten anfangs, den Vorfall zu berichten, weil sie fürchteten, dass niemand ihnen glauben würde. Aber die Männer hörten, dass auch andere das Objekt beobachtet hatten. Wir bekamen Anweisungen, die Ereignisse dieser Nacht mit niemand anderem zu besprechen als mit dazu befugten Leuten. Am nächsten Morgen
Nur 9 Stunden später wurde auch in Texas ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet. Für den UFO-Forscher Ken Stork war das kein Zufall. Abgesehen davon, dass die Beschreibungen sich ähnelten, stimmte gerade das Datum überein. Innerhalb von 24 Stunden fanden UFO-Sichtungen in England und hier in Texas statt. Ich bin sicher, dass diese Sichtungen zusammengehören. Es geschah auf einer einsamen Straße in der Nähe der kleinen Stadt Huffman, 50 Kilometer nördlich von Houston. Gegen 9 Uhr abends fuhr Betty Cash von einem Bingo-Spiel in einer Nachbarstadt nach Hause. Betty wurde in dieser Nacht von ihrer Freundin Vicky Landrum und deren Enkel Colby begleitet. Ich war genauso skeptisch wie die meisten Menschen, aber seit ich es selbst erlebt habe, weiß ich, dass das kein Schwindel ist. Vicky erinnert sich, dass Colby über den Bäumen ein strahlend helles Licht auffiel. Er fragte nach dem Licht. Es kam immer näher und hing über der Straße, als würde es jeden Moment runterfallen. Den Wald fliegen sahen. Die Verantwortlichen der Ellington Air Force Base in der Nähe des Raumfahrtzentrums von Houston stritten jeden Flugverkehr von Helikoptern in diesem Gebiet zu diesem Zeitpunkt ab. Sie müssen davon gewusst haben. In der Gegend haben viele Menschen die Hubschrauber gesehen. Die Frauen waren sicher, dass die Regierung mehr wusste. Sie schrieben den Senatoren Lloyd Benston und John Tower. Diese verwiesen sie an die Bergstrom Air Force Base in der Nähe von Austin, etwa 250 Kilometer entfernt. Dort erhielten sie nur die Auskunft, dass die Air Force keine Berechtigung mehr habe, UFOs zu erforschen. Schussler ließ sich nicht abwimmeln und fragte beim Militär nach, wer in dieser Nacht die Hubschrauber gesteuert hatte. Er bekam die Antwort, dass sämtliche Unterlagen bereits zerstört seien und dass es keine militärischen Aktivitäten in dieser Nacht gab. Doch aus Aufzeichnungen ging hervor, dass die Armee den Aussagen der Frauen nachgegangen war und sie als glaubwürdig bewertete. Ich vertraue unserer Regierung nicht mehr. Das klingt hässlich, aber so fühle ich mich nun mal. Wenn die Regierung etwas gegen mich unternehmen will, bitteschön. Sie haben meine Gesundheit zerstört und mein Leben. Was kann mir noch genommen werden? Am 29. Dezember 1998, dem 18. Jahrestag der UFO-Begegnung, starb Betty Cash an den Folgen eines Schlaganfalls. Bis heute ist Bettys Familie davon überzeugt, dass ihr Tod die Spätfolge der Begegnung mit einem unbekannten Flugobjekt war. Es hat ihr den Tod gebracht. Und mir wird es genauso ergehen. Eine andere Version lautet, dass das Flugobjekt, das Betty das Leben kostete, durchaus bekannt war. Die andere Möglichkeit ist, dass es gar kein außerirdisches Flugzeug war, sondern dass es sich um ein Geheimprogramm im Rahmen des NERVA-Projekts handelte, das den nuklearen Antrieb von Raketen testete. NERVA steht für ein NASA-Programm, das sich bereits seit den 50er Jahren mit der Entwicklung nuklear angetriebener Raketenstufen beschäftigt. Der Antriebsstrahl einer solchen Rakete gibt hohe Dosen ionischer Strahlung an die Umgebung ab. Ich gehe davon aus, dass viele der sogenannten UFOs eigentlich geheime Projekte der Luft- und Raumfahrt sind. Ich glaube, die Regierung verweigert jede Information, weil sie keine Verantwortung übernehmen will. Sie wollen einfach nicht für die Folgen haftbar gemacht werden. Vielleicht wird nie geklärt werden, was wirklich in dieser Winternacht bei Huffman in Texas geschah. Nirgendwo auf der Welt sind mehr UFOs gesichtet worden als in Nevada. Hier liegt, mitten in der Wüste und in glühender Hitze, das große Nellis-Übungsgelände der Luftwaffe. Mittendrin die sagenumwobene Geheimbasis Area 51. In dieser Gegend sind seltsame Flugobjekte nichts Ungewöhnliches. Die Prototypen der heute bekannten F-117 Tarnkappenflieger und der B-2 Tarnkappenbomber verursachten viele UFO-Meldungen.
Der Kernphysiker Stanton Friedman hat hier an geheimen Projekten mitgearbeitet. Er kann sich vorstellen, dass in Area 51 auch sehr ungewöhnliche Flugobjekte getestet werden. Angeblich werden dort außerirdische Objekte erforscht, um zu lernen, sie nachzubauen. Sicher ist, dass in Area 51 sehr fortschrittliche Transportmittel gebaut werden. Sogar von Aurora ist die Rede, dem Nachfolgemodell des SR-71, der angeblich 7200 Stundenkilometer schnell ist. Gibt es Aurora? Das weiß ich nicht. Hat die Regierung das Recht, solche Projekte geheim zu testen? Natürlich hat sie das Recht. Diese Nachbauten von UFOs sind natürlich pure Spekulation. Aber der UFO-Forscher Jim Dillett... Auf einmal explodierte es, teilte sich in fünf weiße Objekte, ging nach oben und verschwand. Berichtet von scheinbar rationalen und zuverlässigen Zeugen. Die Vielfalt der Zeugen reicht von Mitarbeitern der Air Force bis hin zu CIA-Agenten. Manche Begegnungen sind auf Video festgehalten worden. Sieht so aus, als wäre da ein Objekt gerade vor Ihnen, Mark. Sehen Sie es? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Vergessen Sie es. Sie treten in verschiedenen Formen und Größen auf. Zigarrenförmige Flugkörper, klassische fliegende Untertassen oder winzige schlangenähnliche Objekte. Wir nennen sie UFOs, unbekannte Flugobjekte. Aber was sind sie in Wirklichkeit? Naturerscheinungen? Es gibt viele seltene atmosphärische Erscheinungen, die man leicht mit einer fliegenden Untertasse verwechseln kann. Könnte es sich um Militärflugzeuge handeln? Die USA haben verschiedene Tarnkappenflieger gebaut und wir glauben, dass nicht alle davon offiziell bekannt sind. Oder sind UFOs ein streng gehütetes Geheimnis? Die Männer und Frauen auf diesem Podium können und werden beweisen, dass wir nicht allein sind. Die Frage provoziert hitzige Debatten. Es existieren keinerlei Informationen über außerirdische Intelligenzen irgendwo im Universum und meines Erachtens gibt es nicht die Spur eines Beweises. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gingen in den USA die ersten Berichte über seltsame Flugobjekte ein. Die Zeitungen tauften sie fliegende Untertassen. Die heute gängige Bezeichnung stammt vom Militär. Unbekannte Flugobjekte, kurz UFOs. Seit dieser Zeit sind UFOs ein weltweites Phänomen. Es gibt einige offensichtliche Fälschungen, so wie diese manipulierten Fotos. Aber es haben sich auch tausende Zeugen mit Bildern und Filmen gemeldet, die angeblich außerirdische Flugobjekte zeigen. Die amerikanische Regierung geht diesen UFO-Berichten seit den 30er Jahren nach. In den meisten Fällen stellt sich heraus, dass es sich um Naturerscheinungen oder um konventionelle Flugzeuge handelt. Von Zeit zu Zeit allerdings gehen Berichte ein, für die das Militär keine plausible Erklärung findet. Ein solcher Bericht informiert über eine sonderbare Begegnung. Es geschah kurz nach Weihnachten zwischen zwei amerikanischen Luftwaffenstützpunkten in der Nähe der Stadt Suffolk in England. Während des Kalten Krieges gehörten die Stützpunkte Bentwaters und Woodbridge zur Erstschlagstrategie der NATO gegen die Sowjetunion. Die Vereinigten Staaten lagerten hier ihre fortschrittlichsten Kernwaffen. Diese Stützpunkte waren die am besten gesicherten der Welt. Als man hier ein UFO sichtete, war die Verunsicherung groß. Ich bin mir absolut sicher, dass es sich nicht um etwas handelte, das vom Militär, den Sowjets oder von irgendjemand sonst gelenkt wurde. Niemand war auf eine solche Erscheinung vorbereitet. Oberst Charles Holt war Mitarbeiter des Lagerkommandeurs. Der Karriereoffizier hatte einen makellosen Lebenslauf und stand kurz vor seinem eigenen Kommando. Ich glaubte nicht an UFOs. Ich war sicher, dass UFO-Zeugen sich entweder irrten oder dass sie verrückt waren. Unteroffizier James Penniston war Sicherheitsbeamter des Stützpunkts und hatte sich mehrere Auszeichnungen im Dienst erworben. Es begann in der Nacht des 27. Dezember. In der Basis ging ein Bericht ein, dass ein Flugzeug im Rendlesham Forest abgestürzt war. Dieser Wald trennt die beiden Stützpunkte voneinander. Doch kein Militärflugzeug wurde vermisst. Ein Sicherheitsteam von drei Männern wurde ausgesandt, um den Bericht zu prüfen. Der 22-jährige Soldat James Penniston aus Illinois führte die Truppe an. Wir nahmen also einen Jeep und verließen die Basis am östlichen Tor auf einem Feldweg, immer in Funkkontakt mit der Sicherheitszentrale.
Als wir näher an den Unfallort kamen, war der Funkverkehr gestört. Nur mit Taschenlampen ausgerüstet, führte Penniston die Gruppe zu dem Ort, an dem der Flugzeugabsturz vermutet wurde. Plötzlich erfüllte ein intensives Licht den Wald. Aber jedes Mal, wenn es fast landete, wurde das Licht schwächer und das Ding stieg wieder höher. Ein dreieckiges Gebilde schwebte über der Straße und versperrte ihnen mit seinem Antriebsstrahl den Weg. Betty musste bremsen. Sie stieg aus und ging auf das Licht zu. Dabei schützte sie ihre Augen vor den Flammen und dem Qualm. Betty! Come back! Hobie's scared! Ich rief Betty zu, sie solle zurück ins Auto kommen, um nicht zu verbrennen. Es war ja furchtbar heiß. Endlich kam sie zurück, öffnete die Autotür und stieg ein. Das Ding flog wieder höher, bis genau über die Baumwipfel. Es schwebte ganz langsam nach rechts und da beschlossen wir weiterzufahren. Plötzlich erschien eine Gruppe von Doppelrotor-Hubschraubern am Himmel, die offensichtlich versuchten, das seltsame Gefährt einzukreisen. In der nachfolgenden Untersuchung wurden den dreien Bilder von Helikoptern vorgelegt. Sie identifizierten sie eindeutig als Chinooks, Schwerlast-Hubschrauber der Air Force. Wir haben angefangen, die Hubschrauber zu zählen. Ich zählte 22. Sie umzingelten das Objekt, waren über ihm und ich weiß, dass sie versuchten, es runterzuholen. 5 Minuten später verschwanden das fliegende Objekt und die Hubschrauber im Dunkeln und die drei verängstigten Menschen konnten ihren Weg nach Hause fortsetzen. Am nächsten Tag waren Betty, Vicky und Colby krank, vermutlich eine Nachwirkung ihrer Begegnung mit dem seltsamen Objekt. Die Frauen zögerten zunächst, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sie hatten Angst, dass niemand ihnen glauben würde. 3 Tage später wurde Betty ins Parkway-Krankenhaus in Houston eingeliefert, weil sich ihre Brandverletzungen verschlimmerten. Dr. Brian McClelland war Bettys behandelnder Arzt. Er versorgte auch die Spätfolgen ihrer Verletzung. Am Tag nach ihrer Begegnung mit dem Licht litt Betty unter starker Übelkeit. Nach 2 Tagen hatte sie auch Durchfall. An der rechten Kopfseite fiel ihr Haar aus. Auf der Kopfhaut bildeten sich Blasen. Die Haut auf der rechten Gesichtshälfte und die rechte Hand schälten sich. Sie musste fast 3 Wochen im Krankenhaus bleiben. Die ärztliche Diagnose lautete, dass Betty, Colby und Vicky einer extrem hohen Dosis ionischer Strahlung ausgesetzt worden waren. Betty, die die größte Strahlenmenge abbekommen hatte, kämpfte mit dem Tod. Colby und Vicky und ich weiß nicht, wer noch zu dieser Zeit im Raum war, hörten, wie der Arzt zu meinen Kindern sagte, ich würde es vermutlich nicht schaffen. Sie hatte Brandblasen. Es sah aus, als hätte jemand eine Gasfackel an ihr Gesicht gehalten. Die Ärzte meinten, sie hätte so viel Strahlung im Körper, dass jede Hilfe zu spät käme. Solche Strahlenschäden kommen selten vor. Skeptiker äußerten die Vermutung, dass die drei in dieser Nacht von einer anderen Hitzequelle verletzt wurden, zum Beispiel von einem Waldbrand oder einem brennenden Auto. Betty Cash wurde auch beschuldigt, ihre Verletzungen vorgetäuscht zu haben. Diese Beschuldigung, dass sie die Verletzungen nur vortäuschte oder sich selbst zugefügt hätte, ist vollkommen inakzeptabel. Betty litt unter Strahlungsdermatitis, wie durch eine Gewebeentnahme festgestellt wurde. Eine solche Krankheit kann man sich nicht selbst zufügen. Das kann nur eine nukleare Strahlungsquelle. Die einzigen Menschen, die zu so etwas Zugang haben, sind spezialisierte Mediziner, das Militär und ein paar wenige Forscher. In der Gegend von Houston, 50 Kilometer nördlich der Stadt, wäre die einzige plausible Erklärung das Militär. Die Frauen waren von ihrem Erlebnis traumatisiert. Sie fragten sich, wer oder was sie so sehr verletzt hatte. Sie nahmen Kontakt zu John Schüssler auf, der 20 Jahre bei der NASA gearbeitet hatte, bevor er sich der UFO-Forschung zuwandte. Ich war fasziniert von diesem Fall. Wir hatten nicht nur eine UFO-Sichtung, wir hatten Beweise. Schüssler war sicher, dass die Frauen die Wahrheit sagten und begann eine Untersuchung dieses Vorfalls. Er fand zusätzliche Zeugen, die ebenfalls in dieser Nacht Hubschrauber über